Hör zu, der einzige Grund, warum ich in dieses Kuhkaff kommen wollte, war Stefan. Kannst du mir nicht nochmal verzeihen? Und was bedeutet das für uns? So kenne ich dich ja gar nicht. Dann wird es aber höchste Zeit, dass du mich kennenlernst. Also nur damit das klar ist, nach Hause bringen, ja. Mit nach oben kommen und einen Kaffee trinken, nein. Alles okay? Morgen, ihr zwei. Oh. Ist okay, nichts passiert. Sieht aber nicht danach aus. Torben? Das heißt, Johanna ist dafür verantwortlich, dass Torben nach Afrika gegangen ist? Markus, ich gebe dir 24 Stunden Zeit, Marie die Wahrheit zu sagen. Johanna hat nicht gewusst, dass du und Torben, dass ihr ein Paar wart. Ich schon. Hallo Markus, ich brauche ein bisschen Abstand. Ich melde mich. Bis bald. Was das soll? Hast du meinen Anruf nicht gekriegt? Doch, aber du hast gesagt, du brauchst ein bisschen Abstand. Du musst doch nicht gleich ausziehen. Ich brauche etwas Zeit, Markus, um über ein paar Dinge klar zu werden. Wo bist du denn jetzt? In der WG? Okay, Marie, dann sag mir einfach, was ich tun soll, damit du wieder zurückkommst. Gar nichts. Wie gar nichts? Marie, ich weiß doch, dass ich Mist gebaut habe. Aber Torben ist nach Afrika gegangen. Ich habe nur ein bisschen nachgeholfen. Der Typ, der hätte dich sowieso am nächstbesten Karriereangebot sitzen gelassen. Marie, ich liebe dich. Und ich wusste damals schon, dass wir zwei zusammengehören. Mensch, ich kann mich doch nicht mehr als entschuldigen. Sagst du noch irgendwas? Markus, ich kann so nicht weitermachen und das glückliche Ehepaar spielen. Tut mir leid. Oh. Marie? Setz dich doch. Marie, ich weiß nicht, wie ich mit dir darüber sprechen soll. Dann lass es doch. Ich spreche nicht als Mutter, sondern als Klinikchefin mit dir. Müsst ihr eure Probleme hier coram publicum austragen? Ich kann damit gut leben. Auch wenn ich glaube, dass du mit deinem Auszug überreagiert hast. Das sind Dinge, die nur dich und Markus betreffen. Ja, sehe ich genauso. Warum mischst du dich dann ein? Dann lasst eure Probleme zu Hause. Die haben hier in der Klinik nichts verloren. Hauptsache, hier in diesem wunderschönen Krankenhaus bekommt niemand was mit? Marie, du bist wie eine Tochter für mich. Warum hast du dann Markus geholfen, Torben nach Afrika zu versetzen? Willst du mir jetzt die Schuld an eurem Problem geben? Johanna, ich helfe dir gerne, hier im Krankenhaus die heile Fassade aufrechtzuhalten. Aber ich bin noch nicht durch damit. Ich meine das nicht so. Aber ich weiß im Moment überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. So, es weiter. Kim. Was machst denn du da? Lass mal nicht unvorsichtig werden. Ja, das sehe ich genauso, Frau Kollegin. Du hattest da was im Haar.
Es war übrigens eine tolle Idee, von dir ins Bootshaus zu gehen. Hätte ich nicht gedacht, dass es da so romantisch und gemütlich ist. Ja, dann sollten wir das unbedingt beibehalten, oder? Und das richtige Timing, das bekommen wir auch noch hin. Ja, dann würde ich sagen, verfahren wir wie abgesprochen, nicht? Ja. Willst du zuerst duschen oder soll ich? Roland, wenn wir beide mitten am Tag zusammen im Bereitschaftszimmer duschen, da weiß doch sofort jeder, was los ist. Wieso? Solange wir es nicht gleichzeitig tun, obwohl... Ja, dann gehen Sie vor und ich komme dann gleich nach. Genau. Ich gehe dann vor, ich mache das alleine. Der Hofer tut mir richtig leid. Aber alle haben ihm gesagt, dass er keine Schuld an dem Unfall hat. Stell dir mal vor, dein bester Freund mit Maß durch die Brust. Hey, hast du die Sachen zu uns gebracht? Ja. Danke, dass ich zu euch ziehen darf erstmal. Behalt den. Wir haben noch einen Ersatzschlüssel zu Hause. Danke. Magst du einen Kaffee? Mhm. Du bist ja nicht ganz sicher, oder? Doch. Doch, das musste sein. Was ist passiert? Später, ja? Ich bin hier in der Klinik, um den Kopf freizukriegen durch Arbeit. Ich kann gerade noch nicht drüber reden. Möchte es auch nicht. Okay. Bis später. So schlimm war die Sache mit dem Torben doch gar nicht. Mhm. Torben war Maries große Liebe. Ich dachte, es ist vorbei. Es ist nicht ihre Art, dass sie alles so in sich reinfrisst. Also, dass sie sich mal gestritten hat mit dem Torben, ist vorgekommen. Und auch mit Marco streitet sie sich mal, aber... Da muss noch irgendwas anderes im Spiel sein. Meinst du? Mhm. Irgendwas, worüber sie mit uns nicht redet. Ladies, ich will das Kaffeekränzchen überhaupt nicht stören, aber wir haben etwas, das nennt sich Patientin. Keine Angst, du arbeitest nicht zu viel. Und das, was du zu wenig arbeitest, gleichst dir immer durch deine Sprüche wieder aus. Das war jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Was ist mit der los? Tja, und dann wollte ich eigentlich nur noch ganz kurz, so unprätentiös wie möglich, Danke sagen an alle Beteiligten für die gelungene OP bei Herrn Gruber-Franz, der ja nun doch sehr bald das Haus wieder verlassen kann. Und das Einzige, was er mitnimmt, ist eine große, prächtige Narbe mitten auf der Brust. Aber die soll ja auch ganz apart wirken können bei erwachsenen Männern. Solange es keine Pflicht wird. Ja, ist ja dann doch eine außergewöhnliche Operation gewesen. Es ist ja nicht jeden Tag, dass... Patient auch mal schön einen Baum aus dem Körper wächst. Ja, postoperative Behandlung liegt in den bewährten Händen von unserem Herrn Dr. Jung. Aber wenn sonst nichts mehr wäre, dann Fragen? Keine. Ja dann, also. Sag mal, hast du das auch? Ja. Was ist denn das? Ich glaube, es ist irgendeine Allergie oder so. Hier? Ja. Oh, es ist gut. Bist du jetzt Dermatologe, oder? Ja, ich wünschte, ich wäre einer. Du hast da was am Hals. Das wollte ich dir auch gerade sagen. Was? Oh Gott. Danke. Dann warten wir jetzt erstmal ab, was der Orthopäde sagt, und danach schauen wir weiter. Schon, aber schauen Sie, Weißwürst und Briesen sind doch was Gesundes. Herr Gruber ist gerade operiert worden und die Nahrung läuft jetzt durch einen Tropfen in seinen Körper. Ja, pfui Teufel, das ist kreislig. Nein, das ist was ganz Normales nach einer Operation. Durch den Tropf passt nun mal kein Weißwurst. Ja, ja, aber dann dauert die Gesundung länger. Ein bisschen wird Herr Gruber schon bei uns bleiben müssen, aber sobald er wieder Weißwurst und Weißbierfähig ist, erfahren Sie das als Erster. Danke, Dr. Jung. Ich hole jetzt am Franz ein paar Sachen von daheim, gell? Ja, das ist eine gute Idee. Wiederschauen. Bis dann. Es scheint ja fast so, als wäre Herr Gruber der prominenteste Patient in der Klinik. Und du hast ein Stein im Brett bei Bernheimer. Wieso? Weil er mich einmal angelächelt hat? Schließlich hat er dich mit der postoperativen Betreuung beauftragt. Das muss nichts heißen, damit hat er sich im Grunde nur Arbeit vom Hals geschafft. Ach komm, jetzt stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du hast ein gutes Standing hier.
sag, könnte ich dich als leitenden Oberarzt bitten, mir bei einer Patientin behilflich zu sein? Frau Ziegler, Karpaltunnelsyndrom. Ja, die Operation ist auch gut verlaufen, wo ist das Problem? Ja, die Patientin klagt über starke Schmerzen in der Hand. Was meinst du, könnte das eine Knochenentkalkung sein? Das könnte genauso gut eine Weichteilschwellung sein. Warum lässt du die Hand nicht nochmal röntgen? Hast du ein paar Minuten, dann könnten wir das zusammen machen. Isabel, hör zu. Nur weil ich dir gesagt habe, dass wir uns hier gut verstehen werden, musst du nicht wegen jeder Lappalie zu mir kommen. Stefan, ich glaube, du missverstehst da was. Wir arbeiten hier gemeinsam und das war's. Hör auf, dich mit irgendwelchen pseudomedizinischen Fragen an mich ranzumachen. Markus, können wir kurz miteinander reden? Worüber? Es geht um Marie. Ich möchte wissen, ob ich euch irgendwie helfen kann. Du meinst jetzt, wo du alles auf den Kopf gestellt hast mit deiner Prinzipienreiterei? Also komm, du hast Mist gebaut und mir gibst du die Schuld? Du mich nicht gezwungen hättest, ihr zu gestehen, dass ich mich darum gekümmert habe, dass Torben nach Afrika geht, wären wir jetzt glücklich und zufrieden. Ja, ich... Ihre Reaktion verstehe ich auch nicht ganz, genauso wenig wie du. Mama, sie ist ausgezogen. Trotzdem, der Wahrheit musst du ins Auge schauen, auch wenn es noch so schmerzt. Also, und da frage ich mich dann immer, wer hat davon irgendwas? Du. Du hast deine Moralvorstellungen durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Hast du die nicht auch? Findest du das nicht ein bisschen selbstgerecht? Jetzt machen wir mal einen Punkt. Erkenn du erst mal deine Fehler und dann helfe ich dir gerne. Mama, du hast mir genug geholfen. Danke. Heimliche Treffs an verschwiegenen Orten. Das erinnert schwer an die Teenagerzeit, findest du nicht? Ich kann mich allerdings nicht mehr an diesen schrecklichen Juckreiz erinnern. Wird das bei dir auch immer schlimmer? Ja, großflächige Ausbreitung über den gesamten Oberkörper. Weiter unten habe ich mich noch nicht getraut zu gucken. Ich schon. Oh nee. So, das wird doch immer schlimmer. Hast du eine Idee, was in diesem Bootshaus gewesen sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Aber einem Patienten würden wir einen Allergietest empfehlen mit anschließender Desensibilisierung. Vielleicht ein bisschen dämlich, wenn wir das beide gleichzeitig hier im Haus machen lassen, oder? Ja, vor allen Dingen, weil es auch ein bisschen dauert. Musst du nicht noch operieren heute? Ja, nur noch keine Ahnung wie. Und bewegt sich das? Also ich meine... Nein, das bewegt sich nicht. Aber weißt du, vielleicht ist das auch die Strafe dafür, dass wir was Verbotenes tun. Strafe? Was denn für eine Strafe? Ich meine, wo ist denn hier was Verbotenes? Wir sind verheiratet. Das ist höchstens ein Signal, ein Zeichen. Ein Zeichen? Ja, für ein Zeichen. Zeichen. Dass wir es öfter mal in den eigenen... Genau. Das ist das Zeichen. Gehst du gucken und dass uns keiner erwischt. Alles klar, Luft ist rein. Viel Glück. Ach, den Standard 26, Zustand nach dem Radelsturz. Wir belassen Beckenverletzung, Analgesie, Fenter, DMS beidseitig intakt. Herr Steinleitner, Sie haben Glück gehabt, Sie sind in der Seeklinik gelandet. Das ist Dr. Bernhammer, ich bin Dr. Jung. Hoppla. Können Sie mir mal sagen, wie das alles passiert ist? Ihr war Downhill-Mountainbiken und gestürzt. Downhill-Mountainbiken, ist das nicht eine dieser zweifelhaften Freizeitvergnügungen, die bei uns Ärzten so hoch im Kurs stehen, vor allen Dingen bei den Kollegen von der Orthopädie? Sommertraining, damit im Winter wieder für die Skiweltcups ist so. Jetzt weiß ich auch, woher ich Ihren Namen kenne. Wo hatten Sie denn nach dem Unfall Schmerzen? Im rechten Knie und in den Beinen bis in die Hüftgegend. Okay. Gut, dann werden wir Sie gleich erstmal röntgen. Ja. Gut, Schwester, wir brauchen eine Beckenübersicht und das Knie rechts in zwei Ebenen und gleich. Ich bekomme mit dem Labor kleines Blutbild, Gerinnung, Kreatinin und Elektrolyte. Sofort, Herr Doktor. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie wirken so ein bisschen nervös. Nein, das ist nicht der Rede wert. Ja, richtig, in Ihrer Generation gilt krank werden für Ärzte ja immer noch ein bisschen als standeswidrig. Hatten wir einfach keine Zeit für.
Da mussten wir auch noch nicht solche Unfallopfer hier versorgen, die sich mit Freizeitsport vergnügen. Kann ich ein Autogramm haben? Nicht jetzt, bitte. Was ist das denn? Ja, der Steinleitner ist doch Profi. Ja? Ein Schießer, ein richtiger Abfahrtsprofi. Da gibt es erstmal ein richtiger Patient. Wir sehen uns später. Ja. So, Sie haben das notiert, ja? Und wenn wir nach Dienstschluss was mit Marie unternehmen? Wir wollten sie doch in Ruhe lassen. Wenn ich bloß wüsste, was er hat. Henny, ich mach mir auch Sorgen, aber ich glaube kaum, dass Marie nach vier Daiquiri von uns Ratschläge für die perfekte Ehe will. Hey, Ladies. Ihr habt ganz schön zu tun, ne? Huh? Ja, noch ein Kopfkissen beziehen. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Na, ich meinte eigentlich, wenn ihr fertig seid. Oberschwester Ursula hat uns ganz schön mit Arbeit zugedeckt. Also, Henriette geht in die Wäschekammer, ich habe gleich eine OP und du stellst Medikamente. Sonst noch was? Nee. Wobei, wenn ich euch heute Morgen irgendwie zu nahe getreten bin, dann tut mir das leid, das wollte ich nicht. Aber du bist uns doch gar nicht zu nahe getreten. Nicht? Was ist los mit euch zwei? Was genau meinst du? Es war schiefgegangen beim Versöhnungsessen. Ihr streitet euch schon wieder. Streiten? Na, von Streiten kann ja nicht die Rede sein. Wir foppen uns halt so ein bisschen. Mehr nicht? Nee. Wir haben denselben Humor. Das ist alles. Klar. Die Akte ist fertig. Ach so, ja. Darum geht's nicht. Ich habe gehört, dass Marie wieder bei Ihnen eingezogen ist. Ja. Wissen Sie, wir haben im Moment ein paar Probleme. Soll vorkommen. Und ich werde aus Ihrem Verhalten im Moment einfach nicht schlau. Das soll auch vorkommen. Wissen Sie da irgendwas? Ich meine, beste Freundinnen erzählen sich doch alles, oder? Ja, und das tun sie, weil sie sich absolut sicher sein können, dass davon nichts weiter getratscht wird. Ja, klar. Wie geht's dir denn? Offensichtlich nicht so gut, sonst wäre sie nicht wieder bei uns eingezogen. Herr Dr. Lindner, falls Sie denken, dass Sie mich irgendwie für sich einspannen können, dann vergessen Sie es. Ich will eigentlich nur mal mit Ihnen in Ruhe reden. Das kann ich eher ausrichten. Danke. Die Akte. Ach so, ja. Klasse Breitner, 25, ist auf der Straße zusammengebrochen. Hallo, Frau Breitner, willkommen in der Seeklinik. Verstehen Sie, was ich sage? Ja. Was ist denn passiert? Sie wussten, die war in der Stadt und dann ist mir ganz plötzlich schlecht geworden. Mhm. Entschuldigung, können Sie sich irgendwie erklären, woher das kommt? Mir war einfach alles zu früh, die Autos und die frühe Leid. Wir reden hier von Sonnenberg, oder? Bei drei? Ja, klar. Mir ist ganz plötzlich schlecht geworden. Mhm. Wo wohnen Sie denn? Wir haben einen Hof, meine Eltern und ich, in die Berg. Ich komme nicht so oft darunter. Mhm. Marie. Es ist vollkommen richtig. Es ist wirklich nur eine Sache zwischen euch beiden. Aber versprich mir, wenn du Sorgen hast, kommst du zu mir. Danke. Aber ich möchte im Moment einfach nur meine Arbeit hier machen. Ja, das verstehe ich. Gut, du übernimmst zusammen mit Markus. Muss es sein? Ja, ist doch genau das, was du wolltest. Deine Arbeit machen. Aber... Ihr müsst Berufliches und Privates trennen. Mir geht's gut. Außer zu den Untersuchungen in der Schule war ich nie beim Arzt. Mhm. Und gab es irgendwelche kleineren Beschwerden oder irgendwas der Art? Mhm. Sind Sie schwanger? Na. Wie
Wir wurden dem Fall beide zugeteilt. Patientin ist 25 Jahre alt, ist auf der Straße zusammengebrochen. Ich habe keine vorherigen Anzeichen der Bewusstlosigkeit. Tja. Frau Breitner, wie haben Sie sich denn so gefühlt die letzten Wochen? Ich weiß nicht, ich war tagsüber manchmal so miert, dass ich mir am liebsten hingelegt hätte. Aber ich muss ja arbeiten. Schon sehr blass. Letzte Regel? Herr Dr. Bernheimer, die Aufnahmen von Sternleitner. Okay. Naja, immerhin macht der Herr Sternleitner keine halben Sachen. Herr Kollege, wir haben die Bilder von unserem Champion. Ah, Tibia-Kopftrümmerfraktur. Aber wie? Das würde dann auch die Schwellung im proximalen Unterschenkelbereich und das umliegende Hämatom erklären. Aha. Und hier das Becken. Wann operieren wir? Wir reden später mit dem Patienten. Kein Problem. Hey, hast du Mesut gesehen? Nein. Aber hast du Mesuts Gesicht gesehen? Als ich ihm gesagt habe, ich finde, der benimmt sich ja ein bisschen komisch in letzter Zeit. Ach, das sind doch alle Typen ab und an mal. Und ich finde, du benimmst dich auch ein bisschen komisch. Findest du? Ja. Immer wenn du einen Typen gut findest, nimmst du ihn dir gleich. Und wenn du ihn nicht gut findest, dann sagst du es ihm. Aber jetzt? Was jetzt? Irgendwie kreist ihr umeinander. Wir kreisen. Ja, wie die Erde um die Sonne. Nur ich weiß nicht, wer die Erde und wer die Sonne ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du ein bisschen lang in der Sonne gesessen hast. Oberschwester. Es wird noch schlimmer. Bitte? Der Ausschlag, den Sie da haben. Was denn für ein Ausschlag? Ich meine ja bloß. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Grüß Gott. So, hallo. Sie werden heute noch kein Auge zutun. Zweiter Stock, bitte. Diagnose? Geht schon bis zur Hüfte. Oh, schon längst. Ja Gott, was kann denn das sein? Waren Sie vielleicht irgendwo im Stroh? Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, nein, also... Ja, das war ein Stoff, bitte. Ja. Ein Freund von mir hat einen Hof, da habe ich mit eingepackt. Ach. Gibt da was halbe. Wie heißt die? Die heißt nicht, die mische ich selber. Bei aller Liebe, Oberschwester. Vielen Dank, ich werde sicher was finden im Medizinschrank. Bitte schön. Das Menschenwille ist sehr vielreich, aber ich garantiere Ihnen, meine Salbe ist schneller. Wann kann ich das Zeug denn haben? Halbe Stunde im Schwesternzimmer. Wiederschauen, Herr Doktor. Wir sollten jetzt einfach mal nachschauen, was sie findet. Sie hat zwar ihre Regeln, aber... Das muss nicht stimmen. Und außerdem ist es kein eindeutiges Ausschlusskriterium für eine Schwangerschaft. Super. Okay. Hallo, Frau Breitner. Hallo. Wir schauen jetzt einfach mal nach, was Ihnen fehlt. Achtung, jetzt wird es ein bisschen kalt. Mhm. So. Und so. Wir fangen mit einem Ultraschall an, ja? Mhm. Geht das? Ja, so wie es aussieht, wird da oben auf der einen bald noch ein kleiner Bub mit rumspringen. Oder ein Mädchen. Sie sind schwanger, Frau Breitner. 12. oder 13. Woche, würde ich sagen.
Können Sie den Empfängniszeitraum ein bisschen eingrenzen? So, also da habe ich jetzt seinen Schlafanzug. Und da war er jetzt nicht drauf gekommen. Ja, und da habe ich noch seine Hausschuhe. Oh mein Gott, Herr Hofer, Sie kümmern sich so rührend um alles. Jetzt schlaft er noch. Aber ich bringe ihm die Sachen dann schon später vorbei. Ja. Also, aber Schwester Ursula, wir haben Franz da links abgesehen und dann Baum drin. So, wissen Sie, mit dem Ast da drin und. Das kann ich gut verstehen. Und ich gebe mir auch immer nur Schuld. Geht, das brauchen Sie doch nicht alles. Schauen Sie, wir kümmern uns schon um den Herrn Gruber da herin. Und Sie? Sie schauen jetzt ein bisschen auf sich. Was soll ich da machen? Na ja, nee. Ausspannen, die Seele baumeln lassen. Ein bisschen chillen, darf der Lukas sagen. Chillen? Ja. Ach, sowas habe ich nicht gelernt, gell? Darf ich Sie fragen, wie Sie das machen? So? Bis später dann, Herr Hofer, und ich richte dem Herrn Gruber die Grüße aus. Dankeschön gell? Nochmal. Wiederschauen. Dankeschön. Grüß Gott. Grüß Gott. Schwester Ursula, ich habe so einen komischen Hautausschlag. Sie blühen. Mhm. Naja, also. Wenn der Rest des Körpers so ausschaut wie der Hals. Das ist ziemlich schlimm. Sie kennen sich doch aus mit Naturmedizin. Haben Sie da nicht irgendwas für mich? Wo haben Sie denn das gehört? Das. Da war ich mit einer Freundin auf einem Reiterhof. Und da konnte man Pferde selbst versorgen mit Wasser, Hafer. Stroh. Und so. Ja, verstehe. Naja, da haben Sie Glück. Ich rühre sowieso gerade eine Salbe an. Momentan besteht ein gewisser Bedarf. Ah ja. Kommen Sie in eine Viertelstunde nochmal. Okay, danke. Tja, Herr Sternleitner, wir sind jetzt mit Ihrer Röntgendiagnostik durch und die Laborergebnisse liegen uns auch schon vor. Wann kann ich wieder auf mein Bike? Das wird Ihnen Dr. Jung jetzt sehr viel leichter erklären können. Ja, also Ihre Trümmerfraktur am Knie, die haben wir erstmal eingeschient. Haben Sie nichts Schnelleres? Das wird nicht viel bringen, denn die peritrochantere Femurfraktur, die Sie haben, macht uns im Moment viel mehr Probleme. Was meinen Sie genau? Das ist eine komplizierte Trümmerfraktur an der Hüfte, die wir jetzt prioritär behandeln müssen. Deshalb werden Dr. Bernheimer und ich Sie morgen operieren. Das hört sich ja gar nicht gut an. Wie lange wird es dauern? Das kann man seriös auf gar keinen Fall beantworten im Moment. Ja, aber ich werde doch wieder wie vorher. Ja, jetzt lassen Sie uns erstmal anfangen. Wollen Sie dazu noch irgendwas sagen? Nein, ich bin schon knapp. Ich habe noch einen Termin. Ausnahmsweise koche ich uns heute Abend was Leckeres. Ja gut, aber wir können doch trotzdem vorher noch was essen, oder? Oh, Kinderwunsch heißt doch nicht Hungerstreik. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ich dich auch. Strahlst dir richtig. Wie frisch verliebt. Ja, bin ich ja auch. Fragt sich nur, was Antonio dazu sagt. Was? Dass ich in ihn verliebt bin? Klar, alle sind verliebt. Du, was ist mit dir? Ich scheitere an meinen zu hohen Ansprüchen. Aber meine Cola, die magst du schon noch, hm? Freilich. Sag mal, neulich, als Karin und Mesut beim Abendessen bei euch waren, haben die sich gestritten? Nee, im Gegenteil. Ich dachte noch, aus den beiden könnte noch was werden. Und? Ja, frag doch Karin selbst. Das ist nicht so leicht. Also neulich Abend auf jeden Fall. Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass die beiden danach noch. Verstehe. Wieso fragst du sie nicht selbst? Du arbeitest doch mit den beiden zusammen. Da wirst du doch merken, wie sie jetzt zueinander stehen. Das darfst du aber jetzt niemandem weitererzählen. Also, solche weltbewegenden Dinge nie. Die schleichen so um sich rum und immer, wenn ich sie frage, dann tut sie ganz unschuldig. Aha. Ja, und Karin ist auch ein bisschen zickig. Aber ich meine, die hat sich immer die Männer genommen, die sie wollte. Und jetzt auf also, einmal ist... wenn du mich fragst, dann hört sich das wirklich hochexplosiv an. Gell?
heim. Mir geht's wieder gut. Frau Breitner, wir wollen aber erst wissen, ob Ihre Schwangerschaft wirklich die einzige Ursache dafür ist, dass Ihnen heute schlecht geworden ist. Aber schauen Sie mal, so sieht Ihr Nachwuchs gerade aus. Mhm. Ist alles nicht so richtig leicht gerade, oder? Aber wissen Sie, wir untersuchen Sie jetzt gründlich und dann steht einer problemlosen Schwangerschaft wirklich gar nichts mehr im Wege. Okay. Und was Besseres kann Ihrem Kind doch gar nicht passieren, als da oben auf der Alm aufzuwachsen. Das ist nicht immer nur romantisch, Frau Doktor. Ich muss heim, und zwar so schnell, wie es geht. Ja, aber ein paar Laborwerte müssen wir schon noch abwarten. Erst dann können wir sehen, ob eine Entlassung medizinisch zu verantworten ist. Hm? Und Frau Breitner, wir sind uns doch einig, dass Ihr Kind momentan für Sie das Wichtigste ist, oder? Die Laborwerte sind da. Frau Breitner, Sie haben eine Eisenmangelanämie. Was heißt das? Ja, die behindert die Bildung von roten Blutkörperchen. Weshalb Sie im Moment so ein bisschen auf Ihre gesunde Almgesichtsfarbe verzichten müssen. Aber das ist alles kein Problem. Das kann man mit Medikamenten wieder hinbekommen. Ja, Sie kriegen dann so ein Eisenpräparat, das nehmen Sie regelmäßig ein. Bei manchen schlägt es ein bisschen auf den Magen, aber darauf können wir ja achten. Ja, und zur weiteren Betreuung in der Schwangerschaft überweisen wir Sie einfach an Ihren Gynäkologen. Ich habe keinen Gynäkologen. Dann sollten Sie sich jetzt schnell einen nehmen. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das zeitlich alles auf die Reihe kriege. Haben Sie keinen Freund oder einen Mann oder sowas? Nein, ich habe keinen Freund. Ich lebe mit meinen Eltern allein auf unserem Hof. Aber schauen Sie, da haben Sie doch Unterstützung. Meine Eltern sind schon alt, die schaffen die Arbeit nicht allein. Deswegen muss ich auch so schnell wie möglich wieder rauf. Frau Breitner, Arbeit in der Landwirtschaft, das ist im Moment völlig ausgeschlossen. Ich hätte Sie ja gerne ein paar Tage stationär. Dann arbeite ich halt nur im Haus. Und ansonsten habe ich ja ein sehr regelmäßiges Leben da oben. Und, sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Ist schon ein bisschen beschaulich, ne? Ich kenn's ja nicht anders. Stimmt auch wieder. Und so eine Familie hat ja auch was Gutes. Wenn sich alle gegenseitig vertrauen, macht es gut. Marie, ganz kurz. Gerade eben deine Bemerkung über Familie. Wie bitteschön soll das funktionieren? Wenn du einfach ausziehst. Ich meine, jetzt in die WG, das ist doch... Wäre es dir lieber gewesen, ich hätte mir gleich eine eigene Wohnung genommen. Nein, natürlich nicht, aber... Also ich frage mich nur einfach, ob du jemals wieder nach Hause kommst. Markus, ich weiß es nicht. Außerdem haben wir uns versprochen, unsere Probleme nicht in der Klinik auszutragen, also... Ja, wo denn dann? Ja. Ah, Herr Doktor. Sie hatten recht, Oberschwester. Es ist schlimmer geworden. Mhm. Wo ist denn jetzt Ihr Zeug? Moment. Da drin? Familiengeheimnis. Sie können es gleich auftragen. Es kühlt und nimmt den Juckreiz. Und dann wieder zur Nacht. Aber Vorsicht, ich könnte ein bisschen fetten. Das ist mir total egal. Sagen Sie, und was mache ich? Wenn die Dose alles? Keine Sorge, die brauchen Sie nicht auf. Aha. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin. Also, wenn ich mich mal irgendwie erkenntlich zeigen kann. Ist schon recht, so, Herr Doktor. Ah, Frau Doktor. Die Salbe reicht für beide. Ihr Mann erklärt Ihnen dann die Applikation. Ja, das tue ich. Dann vielen Dank, Oberschwester. Gern geschehen. Oberschwester. Wiederschauen. Ich würde Sie wirklich gerne hier behalten, aber es ist Ihre Entscheidung. Ja, aber ich möchte heim. Denken Sie dran, nehmen Sie die Medikamente regelmäßig und lassen Sie die Arbeit Arbeit sein. Ja. Wirklich, leichte Hausarbeit, ansonsten absolute Schonung, ja? Gut, auf Wiedersehen. Alles Gute.
Lass sie erstmal. Du siehst doch, wie schlecht sie geht. Und sie ist unsere Freundin, hast du es vergessen? Nein, aber es gibt nun mal Dinge, da muss man erstmal allein durch. Wo weißt du, dass es sich um die Dinge handelt? Markus wirkt doch genauso ratlos. Und was immer er damals gegen Torben unternommen hat, das ist vorbei und die beiden sind darüber hinweg. Denke ich. So einfach ist es nicht. Warum nicht? Marie ist doch sonst auch kein Typ, der Dinge dramatisiert. Ich sag's dir, das ist was ganz anderes. Klinik Sollenberg, grüß Gott. Hey, schön, dich zu sehen. Gehen wir was essen? Du, jederzeit, aber momentan bin ich im Stress. Immer in voller Fahrt, ne? Du weißt doch, ich mache die Sachen ganz oder gar nicht. Scheint dir bei Stefan bislang nicht ganz so zu funktionieren, wie? Noch nicht. Ich denke, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Deinem Charme alleine liegt er nicht mehr so einfach. Alf, wie kommst du darauf? Spionierst du mir nach? Ich habe euch beobachtet. Zufällig. Kleiner Tipp von mir, Isabel. Wenn du willst, dass wieder alles so wird wie früher, dann musst du schon andere Register ziehen. Ja, deine hübschen Äuglein aufschlagen und den Halbgott in Weiß anhimmeln, darüber dürfte Stefan wohl hinweg sein, hm? So, das machen halt Schwesternschülerinnen. Ja, und bei denen kennst du dich aus, hm? Noch. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Tag überstehst. Ja, war auch sehr knapp. Immerhin hast du deine ganze Arbeit geschafft. Ja, aber natürlich nur, weil du mir gesagt hast, wo es lang geht. Und darauf stehst du, oder? Ja, hängt immer davon ab, wer die Ansagen macht. Mhm. Ist das nicht angenehm? Herrlich. Man sollte der Oberschwester einen Nobelpreis verleihen. Obwohl peinlich war es mir trotzdem. Gerade vor ihr. Ich meine, die kann doch auch zwei und zwei zusammenzählen. Da kannst du von ausgehen. Meinst du denn, sie behält das für sich? Ach ja. Eine Oberschwester von ihrem Format. Ich glaube nicht, dass sie tratscht. Ich hoffe, du behältst recht. Ich glaube, der Oberschwester ist überhaupt nichts Menschliches fremd. Du hältst ja große Stücke auf sie. Ja, das tue ich. Und weißt du, was das Schöne daran ist? Ich muss kein Geheimnis daraus machen. Aber nach allem, was sie gesagt hat, empfiehlt sich die Wiederholung der Nummer im Stroh für uns zwei beiden nicht so richtig. Dabei habe ich als Kind so oft im Stroh übernachtet. Ja, als Kind ist lange her. Ach ja? Es tut mir leid, aber wir sind älter geworden. Danke. Sag mal, kennst du nicht irgendwie ein kuscheliges, kleines Hotel auf dem Land? Ein Landhotel? Ach, Roland, du bist ja vielleicht alt geworden.
Wie langweilig. Hey Marie, schön, dass du da bist. Danke. Wenn du irgendwas brauchst, sagst du uns Bescheid, ja? Komisch, den Satz höre ich heute auch noch nicht zum ersten Mal. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute sich Sorgen um dich machen. Und wie als deine besten Freundinnen ganz besonders. Ja, aber ihr als meine besten Freundinnen solltet doch am ehesten verstehen, dass ich erstmal Ruhe brauche, oder? Vielleicht hilft dir drüber reden. Nein. Henny meint, dass es gar nichts geben kann, was so schlimm ist, dass du nicht mit uns darüber reden kannst. Sag mal, wollt ihr mich nicht verstehen? Es gibt nichts zum Reden. Ich muss mir doch erstmal selbst über die Situation klar werden. Ja, gut. Und vor allen Dingen muss ich das allein. Ich muss einfach mal für mich allein sein. Aber vielleicht würde es ja helfen, wenn du einfach ein bisschen netter zu mir wärst. Weißt du, wenn ich dich nicht so gut kennen würde, ich glaube, ich würde tatsächlich drüber nachdenken. Wenn du jetzt einen Vortrag halten willst über offenen Umgang mit Problemen, ja, dann vergiss es. Nein, das will ich nicht. Ich will, dass du und Marie, dass ihr zwei wieder zusammenkommt. Vorsicht. Vielen Dank für die starke Schulter. Jederzeit. Aber sie müssen jetzt ein bisschen an sich denken und an das ungeborene Leben da drin. Da drinnen, ja? Da darf nur einer klug scheißen und das bin ich.